Hallo, servus liebe Leute, da sind wir wieder mal mit einem feinen Tutorial von Agropark. Ja, ich bin der Bacher Chris aus Salzburg vom Verein One Move. Das Wetter wird langsam wieder schön, wir können langsam wieder rausgehen auf unsere coolen Parks und deshalb gibt es wieder ein paar neue Tutorials für euch. Yes! Yes! Boah, jetzt haben wir sogar Glück und die Sonne kommt raus. So ein grandioser Tag, perfekt. Den nutzen wir gleich aus für zwei neue Tricks, die ich heute für euch vorhabe oder vorbereitet habe. Und zwar ist das erstens der Palmspin und der Yamakasi. Coole Tricks, einfach auszuführen, wenn ihr alles befolgt, was wir euch sagen. Ganz genau, Schritt für Schritt. Erstens, Schwung, leicht seitlich schwingen mit dem Körper, hingreifen. Das zweite Element ist hochspringen mit den Beinen und klein machen. Wenn man das verbindet, ergibt sich der Palmspin. Stützhand bleibt immer dort, wo sie ist. Die andere Hand könnt ihr nach eigenen Belieben dort platzieren, wo es für euch am besten funktioniert. Als Gegenmaßnahme zu dem Schwungsprung am Anfang, damit ich wieder zurückkomme. Ah, ihr vergessen, wir machen ja nur einen Trick. Und zwar, wer da aufpasst, Yamakasi. Besser funktioniert er beim Geländer und dort werde ich ihn euch jetzt auch kurz erklären. Seitlich anfangen, erstes Bein, whoop, zweites Bein umgreifen, erstes Bein, zweites Bein, lässig reinschauen und wegrennen. Und Palmspin kann man da auch sehr gut machen, haben wir auch gelernt. Stützhand, zweite Hand kann hingreifen, wo sie will. Da geht's nicht, da geht's auch nicht. Deshalb würde ich empfehlen, da vielleicht dann hinzugreifen. Gut, wünsche euch viel Spaß mit dem Palmspin und mit dem Yamakasi und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss!